Moin und herzlich willkommen zu diesem Warhammer Conquest Heft Nummer 47. Und zwar kriegen wir einen coolen Landspeeder des Space Marines. Geht ein bisschen um die Waffen des Speeders und die Heroide des Nurgle, was alles in dem Heft drin ist und auch geschichtlich, missionstechnisch wieder passiert. Das erfährst du nach einem kurzen Intro. Also bleib dran. Der Landspeeder. Panzerung 3, Geschwindigkeit 9, Feuerkraft 6, Aufklärungs- und Angriffsfahrzeug. Wenn man damit mal gespielt hat, meine persönliche Meinung ist, der platzt immer relativ schnell, aber ist ein cooles Modell. Also da wird es nochmal erklärt, er hat auch nicht so viel Panzerung, steht da ja auch. Was die Landspeeder oder so storymäßig Arkan Land über den Technologiearchäologen, der unter dem Namen Arkan Land in die Geschichtsbücher einging, weiß man nur sehr wenig. Es wird vermutet, dass er auf dem Mars geboren wurde und bei den Tech-Priestern des Roten Planeten in die Lehre ging. Sehr, sehr cool gemacht. Also wieder storymäßig ein bisschen was dabei. Rüstkammer des Space Marines, der Landspeeder, wird hier auch nochmal mit den einzelnen Elementen erklärt, mal mit einem etwas anderen Bild. Und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich auch wieder die Bewaffnung, schön detailliert dargestellt, was ist. Cool. Der Himmel in Flammen, Schlachten Nummer 22, auch wieder eine sehr, sehr coole Schlacht. Der den Finger am Abzug hielt, kauft die Luft an. Sehr geil. Die fortschrittlichen Waffen der Tau dezimieren die Raven Guard. Das mag man eher nicht gerne lesen, aber da gibt es auch mal die Tau mit als Input dabei. Sehr, sehr cool. Die Dämonen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Da gibt es die Heroide des Nurgle. Und zwar wird da natürlich auch wieder so Storyplot-mäßig ein bisschen was erklärt. Hast du dich verzählt? Ein weiterer Schandfleck auf deiner wertlosen Ehre. Ich freue mich schon darauf, wenn die Kicherpest dich holt. Pestbockiger Buchhalter, von Flecktral gesagt worden. Auch die Geschichten, das ist eigentlich einer mit der Punkte, die ich am besten finde von diesen ganzen Heften. Die Bau- und Bemalanleitung, also wir haben jetzt hier wieder eine Bauanleitung, wie der Landspeeder zu bauen ist. Vor allen Dingen aber auch, wie man den bemalen muss und mit welchen Farben auch nochmal schön optisch dargestellt. Auch mit den einzelnen Schritten, welche Farben braucht ihr in diesem Schritt, was müsst ihr bemalen, schön bebildert das Ganze. Wie muss man das Ganze schattieren, wie funktioniert das und wie sollte man das machen. Ebenso mit den Vertiefungen auch nochmal, das Trockenbürsten, wie könnt ihr den Sensor bemalen, dass der richtig gut ausschaut. Und einzelne kleine, wie den Frontscheinwerfer, dass man den nochmal ein bisschen anders bemalt. Liberator Gold, White Rider Red, Stormhost Silver mit dem Akzentuieren wieder. Dabei, damit die Modelle noch schöner ausschauen. Und dann haben wir Astro Granite als Base-Farbe, oder beziehungsweise als Base Dekoration im Grunde genommen auch sehr gut. Die einzelnen Ausrüstungsoptionen sind hier auch wieder aufgeführt. Wir haben Mission Nummer 31. Mit Mission Nummer 31 geht es dann in die Luftüberlegenheit. Aufstellung, Armeenausstellung, Siegbedingungen. Das Datenblatt darf nicht fehlen und dann ist man da auch recht gut mit unterwegs. Wir haben danach erstmal wieder so eine schicke Seite, weil das ist bei den Datenblättern häufig der Fall. Ein bisschen Beratung und so weiter und schon. Es geht Heft 48 um die Space Marine Biker. Wir kriegen wieder neue Layerfarben, damit wir natürlich noch mehr akzentuieren können. Auch sehr, sehr cool an der Stelle. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du bist schon gespannt, was es im Heft Nummer 48 gibt. Ein bisschen angeteasert ist es hier schon an der Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wir sehen uns im nächsten Heft. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.